Man kann sich elsässische Städte und Dörfer nicht ohne Geranien vorstellen. Sie sind Teil des Stadtbildes, Teil unserer Kultur. Sie sind elsässisch. Warum gerade Geranien? Bunt, robust und langlebig. Das ist fast schon die Definition unserer Region. Gut, während ich Sie hinstelle, betrachten Sie diesen schönen Erker. In dieser Straße gibt es einige, die man sich ansehen sollte. Ein Erker vergrößert die Wohnfläche, bringt Licht ins Haus und vor allem, während man mit dem Stickrahmen am Fenster sitzt, kann man alles sehen, was sich auf der Straße abspielt. Ach übrigens, da gibt es etwas zu sehen bei den alten Stadttoren. Ich gehe mal hin. Ah, Caroline, was für eine gute Idee, diese Illustration. Hier sind die alten Tore von Egisheim. Sie finden ganz leicht die Stellen, wo sie mal standen. Wir befinden uns in der Oberstadt. Diese Tore führten in die Weinberge. Zwei weitere in der Unterstadt gingen in Richtung der Ebene und der Handelsstraßen. Sind Sie aus Egisheim? Ja. Ich habe schon mehrmals das Zeichen IHS gesehen. Wissen Sie, was das bedeutet? IHS bezieht sich auf Gottes Sohn. Jesus Heiland Seligmacher. Auf unseren Häusern gibt es des Öfteren Inschriften, die um göttlichen Schutz bitten. Gott gehört zum Leben des Elsasses. Die Inschrift hier oben, er bittet Brandschutz. Wenn Sie an diesen Epigraphen interessiert sind, gehen Sie an der Stadtmauer entlang. Sie werden noch genug Erstaunliche finden. Okay, danke. Möchten Sie ein Brezel? Gerne, danke. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Man kommt im Elsass nicht um den Brezel herum. Interessieren Sie sich auch für Epigraphe? Dann kommen Sie mit. Gleich um die Ecke ist ein sehr schönes Beispiel.